Tisch. Ich zeige euch heute das Rezept von meinen Spaghetti Carbonara. Das gibt es heute bei uns zum Abendessen. Und ich lasse euch jetzt daran teilhaben, wie ich meine Spaghetti zubereite. Und zwar, ich habe mir jetzt schon vorbereitet ein halbes Kilo gekochte Spaghetti-Nudeln. Dann einen Becher Schlagobers, also 250 Milliliter, zwei Eier, 250 Gramm Würfelspeck, einen Becher Creme Fraiche, der hat jetzt bei mir 125 Gramm. Im Schüssel habe ich Salz, Pfeffer, Muskatnuss, jeweils so einen halben gestrichenen Teelöffel davon, einen Bund Schnittlauch, eine Zwiebel schon fein gehackt, 200 Gramm Farmerschinken und ein bisschen einen Parmesan, dann für später zum Drüberstreuen. Es geht total einfach. Ich werde mir jetzt einfach einmal den Speck gemeinsam mit den Zwiebeln im Topf anrösten. Ich gebe mir da jetzt bewusst kein Öl dazu, weil er der Speck so und so das Fett lässt. Und dann können wir uns da ein bisschen was vom Öl einsparen. Die Zwiebeln dazu. So. Und das lasse ich jetzt einfach einmal bei hoher Stufe schön knusprig anrösten. Und ich schneide mir in der Zwischenzeit schon einmal den Schinken. Den schneide ich mir jetzt auch in Würfel. Also wenn es dann schön knusprig ist, mein Speck ist knusprig und die Zwiebeln sind auch schon gut angeröstet, kommt jetzt noch bei mir der Schinken dazu. Den reste ich jetzt kurz an. Und da jetzt in meinem Topf mit dem Schlagobers gebe ich mir mal den Creme Fraiche dazu. Und die Eier. Und die Gewürze. So, und das rühre ich mir jetzt einfach dazu grob zusammen. Das habe ich vermischt. Speck, Schinken, Zwiebel sind angeröstet. Jetzt kommen gleich die Nudeln dazu. Schwupp. Drehen wir jetzt von der Hitze ein bisschen zurück. So, und das übergieße ich jetzt mit dem Schlagobers. Und durch die Hitze stocken jetzt die Eier und das macht dann die Soße schön cremig. So, und während das jetzt antickt, mache ich mal schnell Ordnung und schneide mir dann gleich den Schnittlauch in feine Röllchen. Also ich habe mal den Schnittlauch geschnitten und die Hälfte davon gebe ich jetzt schon zu meinen fertigen Spaghettis. Das hat jetzt so circa 5 Minuten, hat das jetzt noch geköchelt. Die Soße ist angedickt und den Rest hebe ich mir dann einfach auf zum Verzieren. Gut, bei mir sind sie fertig, ich kann gleich anrichten. Jetzt kommt ein bisschen ein Käse oben drauf. Und noch ein bisschen Schnittlauch. Und die erste Portion ist fertig und kann gegessen werden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist super einfach und geht auch wahnsinnig schnell. Und ich glaube, es liebt jeder. Also ich kenne niemanden, der keine Spaghetti Carbonara mag. Vielleicht wollt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, mit was ihr am liebsten Spaghetti esst. Ich würde mich freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.